wir haben hier ein heute wirklich wunderbares Essen. Wir haben viele verschiedene Küchen. Wir haben beispielsweise unsere Küche auf Deck 9 für das Buffet-Restaurant, auf Deck 10 für das Club-Restaurant. Wir haben eine Küche auf Deck A für die Besatzung und auf Deck 1 für das Restaurant Taurus. Und diese Küche ist unsere größte Küche hier an Bord. Und Sie sagten vorhin, 170 Leute arbeiten hier. 170 Köche insgesamt und natürlich, die sind bei Schiffen aufgeteilt. Genau. Ja. Und jedes Schiff hat ungefähr 60 Köche. Ah ja. Diese Küche ist in drei Abteilungen verteilt. Das sind die zwei kalte Abteilungen. Das ist eine für den Dessert auf dieser Seite und eine auf der anderen gegenüber. Direkt gegenüber, das ist die Garde-Manger, ne? Für die Starters. Ja? Für die was? Vorspeise. Vorspeise. Ja. Und deswegen heißt das Spiegelküche, weil die sind eine. Direkt vor den anderen, ne, so wie im Spiegel. Und in der Mitte haben wir den heißen Bereich, wo man also alles kocht. Also Gemüse. Auf der anderen Seite, das sind diese großen Köpfe, die Sie gegenüber sehen, das sind für die Pasta. Das kann man ein bisschen besser von der anderen Seite sehen. Und hier werden also Gemüse und Fleisch gekocht. Riesig. Ja. Und das ist nicht einer der größten Küchen. Ne? Weil natürlich Luminose, das liegt alles an der Größe vom Schiff und vom Passagier. Ja, wir waren ja schon auf der Pazifika, da ist sie dann wahrscheinlich noch größer. Ne? Ja. Wann fangen die denn an in der Früh? Die fangen an so um 6 Uhr morgens, dann haben wir die Abteilung für die Desserte und die Bäckerei. Mhm. Die haben 24 Stunden, weil man muss natürlich alles vorbereiten für den Frühstück. Mhm. Also von der Desserte, die werden verschiedene Törtchen machen, auch den Frühstück finden. Und die Bäckerei, die Brötchen, ne? Weil wir haben ungefähr so 20, 25 Sorten, verschiedene Brötchen. Oh. Nur für die Weißbrote, Essigli und Weißbrote, dann benutzen wir 600 Kilo jeden Tag. Und dazu, dann müssen wir natürlich auch vorbereiten, das andere Brot, das Schwarzbrot und Kornbrot. Und dafür bekommen wir dann den speziellen Mehl. Ja, das finde ich überhaupt klasse, dass sie also auch Graubrot und Schwarzbrot, das war alles sowas an, was in Deutsche, genau, deutsche Frage, Gäste. Speziell, wenn wir zum Beispiel auch sprechen für die Kreuzfahrten, die man in Norden macht. Ja, ja. In Norden und Ostsee, wir haben viele Deutsche. Ja. Ein kleines Willkommen Toast für Sie vorbereitet. Das ist aber nett. Das sieht aber gut aus. Thank you for allowing us to visit. Yeah. Good. It's okay for you that you, I take you in the of picture? Course. Yeah, yeah. Oh, okay. Thank you very much. Willkommen. Danke Ihnen. Ja. Prost, mein Ja, Prost. Das ist wie eine traditionelle
Konditorei. Mhm. Das wird alles bei Hand gemacht von Anfang an. Wir benutzen kein Pulver, keinen vorbereiteten Creme oder so etwas. Wir machen alles von Anfang an. Zum Beispiel eine Torte, da wird die Creme gemacht, in diesem Fall, da wird den Teig gemacht, dann zusammen, das wird das dann gekocht, aber das funktioniert alles wie eine traditionelle Torte. Jetzt habe ich mal eine Frage, weil wenn ich dann halt im Restaurant sitze, dann ist dann halt so eine Nachtspeise ohne Zucker, aber ja. Trotzdem schmeckt ja. Es nicht, ja, genau. Was wird denn halt verwendet? Und das diese Süße, das macht Geschmack so. Ich bin jetzt nicht den Chef. Ja. Und können wir ja den Meister mal fragen. Si fanno i dolci senza zucchero. Che cosa viene messo a posto dello zucchero? Perché comunque ha. Senza zucchero aggiunti è dolce. Sì, c'è una minima quantità di glucosio. Come? E aggiunta del glucosio. È un zucchero usato. Okay. Ja. Okay. Also so, wie praktisch wäre es sogar zum Ersatz. Ja, ja. Guck mal, das guckt das Meer rein. Ja, ja. Ganz schön, ja. Können die Jungs auch mal rausschauen zwischen Und hier kommen die, wenn man, also das kommt so. Von den Kellner, ne? Wenn ja. Ach so, ja, ich habe mich schon gefragt, geht ja alles elektronisch, übertragen. Das geht elektronisch, das wird auf diesen übertragen, das ist für jede Abteilung, das ist eins hier, eins für den Bereich. Und das wird also automatisch übergegeben. Sobald das fertig ist, dann wird den Kellner couple. You are in film. Me, Robin? No. Smile. Mit dir. No, you are not Filipino, no? Ah, Filipino? Filipino, ka? Huh? Ah, mit dir. Filipino, non parla del no? Und wenn wir in Arten sind, da bunkern sie dann immer wieder neue Lebensmittel. Nicht immer, weil das Getrocknete, das kommt von, auch auf diese Reise, das kommt direkt aus Italien. Und das wird mit Cardo geschickt. Ne, wir sprechen über Pasta und Reis und Rosen, Öl, Wein, also der Trocknete. Das frische Lebensmittel, also Gemüse und Obst, Fleisch, Fische, das wird in einigen Häfen aufgeladen. Hello, good morning. Wir haben hier ungefähr 900 Besatzungsmitglieder
von ca. 40 verschiedenen Nationalitäten. Wir sind hier an Bord zwischen 4 bis 9 Monaten. Wir arbeiten ca. 11 Stunden am Tag. Insgesamt gibt es 8 Costa-Schulen weltweit. Wir haben 7 Schulen für Hotel und für den Servicebereich. Eine Schule gibt es für die Brücke. Und dann gibt noch in Italien, in Genua, den Campus für das ganze Board und für das Landpersonal. Die nächsten 3 Tage war für mich das Schwierigste, das Feuerlöschen. Habe ich vorher noch nie gemacht. Und wir haben dann wirklich alle einen Anzug bekommen mit Schutzmaske, mit Sauerstoffflasche auf dem Rücken und sind dann in den brennenden Container rein und haben das Feuer gelöscht. Die Brücke ist auch immer relativ kalt, aber aus folgendem Grund, weil es auf der Brücke so viele technische Geräte gibt, die auch wirklich gekühlt werden müssen. Die Offiziere, der Kapitän, stellen sich einmal auf dieses Fenster und sehen ganz genau, wie viel Abstand das noch vom Hafen bis zum Schiff ist. Ja, auf diesem Foto, da sehen Sie unsere nautischen Karten. Und zwar, die Kollegen von der Brücke arbeiten sehr eng zusammen mit der Security und mit der Feuerwehr. Ebenfalls gibt es im Maschinenkontrollraum eine Mindestbesetzung. Wir haben mindestens 2 Offiziere zu jeder Zeit im Maschinenkontrollraum und einen Offizier direkt im Maschinenraum. Hier sehen Sie ein Foto von unserem Maschinenraum, von unseren Generatoren. Wir haben hier an Bord insgesamt 6 Generatoren. Bei normaler Fahrt auf See, bei Durchschnittsgeschwindigkeit von ca. 16-17 Knoten, haben wir 3 bis 4 Generatoren in Benutzung. Ja, liebe Damen und Herren, hier sehen Sie nochmal ein Foto von unserem Maschinenraum. Hier sieht es auch ein bisschen geordneter aus. Generell auf diesem Schiff, der Maschinenkontrollraum, befindet sich auf Deck A und der Maschinenraum befindet sich auf Deck B und auf Deck C. Ich persönlich war noch nie im Maschinenraum, weder im Maschinenraum noch im Maschinenkontrollraum, denn hier kommen wirklich nur die Kollegen hin, die auch wirklich damit zu tun haben.